Oha, mein PC hat's geschafft. Okay, klingt ja gar nicht schön. Richtig, Rocky. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Also komm sowieso nicht, aber ich erscheine immer wieder gerne. Ja, erscheine. Ja, ich erscheine immer wieder gerne. Okay. Mein Bruder kam gerade rein, die Pizza ist fertig. Kannst du noch einen kleinen Moment warten? Ja. Bis gleich, ich beeile mich. So. Da bin ich jetzt wieder. So viel zum Warten. Er ist einfach schon vorgegangen. Ich habe mich gerade extra beeilt, aber der Pizzateig ist so weich in der Mitte. Mein Bruder hat es erst nicht geschnitten bekommen. Und die Küche ist eigentlich zu klein für zwei Personen. Haben wir ein zweites Messer genommen und trotzdem mitgeschnitten. Ja, wir standen zu viert in der Küche, also. Ja. So, die hatte ich noch einmal mitgenommen. Was willst du denn mitnehmen? Ist jetzt die Frage, bleiben wir zusammen oder getrennt? Ja, das ist die Frage. Also ich bin mit Foxy bisher immer zusammengeblieben und wir haben den Geist immer recht früh gefunden teilweise. Wir sind ja vorher immer die Kameras einmal durchgegangen, ob wir schon irgendwas finden. Ja, das ist, da habe ich schon, ist nichts. Echt jetzt? Kann ja, ja sein, irgendwo, irgendwo ein offener Raum, irgendwo Licht angegangen oder so. Überhaupt nichts? Nein. Also jetzt nicht speziell Orbs? Ne? Ich höre mich bei dir wieder doppelt. Mach mal bitte dein Mikro aus, wenn du fertig betreten bist. Ach nee, sieht nur so aus, als wäre das da oben an, ne? Da ist irgendwo Licht rechts. Ich wollte gerade sagen, aber da ist irgendwo Licht an, ne? Da würde ich mal sagen, gehen wir dahin. Das scheint unten zu sein, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ach, da oben. Da rechts ist es, ne? Ach so, ja, klar, ja. Eine Treppe. Ja, genau, so ganz klein. Also in der Nähe vom Stromkasten. Richtig. Wo ist denn der Eingang? Ach, da oben. Okay, also da gehen wir rein. Und da gehen wir links runter. Und dann müsste das da bereits sein. Dann machen wir das doch. Hauen wir das Thermometer? Nein, da würde ich sagen, dass wir das Thermometer ausnahmsweise mal hier. Weil wenn da schon Licht brennt, dann sehen wir das bestimmt auch so. Da kannst du die Geisterbox noch mitnehmen. Da haben wir alles, was wir brauchen, außer natürlich Orbs, schon mal unten. Na dann, auf geht's. Links hatte ich gesagt, oder? Ja. Links runter. Na dann, auf gut Glück. Vor der Tür geht irgendwo Feuer auf, je nachdem. Werden wir ja dann sehen. Guck mal, das ist da hinten. Mach mal deine Lampe aus. Siehst du, das ist schon ziemlich hell. Es könnte aber auch ein Lichtbug sein. Wo war jetzt nochmal die Treppe? Ja, auf jeden Fall. Die Kameras an den Treppen sind auf jeden Fall sehr hell. Wo war jetzt nochmal die Treppe? Ah, Foxy haut mir erstmal Jumpscare rein. Wo war denn jetzt nochmal die Treppe? Bin ich fertig mit ihrer Runde mit Razor? Scheinbar. Ach hier. Dankeschön für die 10 Bits, Foxy. So, die Treppe war rechts. Und Hallöchen, Foxy. Ah, guck mal, hier ist Licht von der Cam. Das scheint von der Kamera zu sein, das Licht. Oder? Dann ist das vielleicht gar nicht hier. Dann haben wir uns vielleicht vertan. Eventuell. Eventuell kann das dann trotzdem irgendwo sein. Nee, die sind noch nicht fertig mit ihrer Runde.
Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, öffne eine Tür, mach das Licht an. Mach das Licht an. Oder öffne eine Tür. Nee, gib uns ein Zeichen. Da drin leuchtet etwas Grünes. Ich habe die Sicherungskassen gefunden. Also hier war schon mal die Sicherungskassen. Racer wollte ca. eine Stunde noch. Das Problem ist, wir haben in 10 Minuten bereits unsere nächste Mitspielerin. Und werden dann vielleicht sogar schon voll sein. Richtig, Foxy. Wahrscheinlichkeit schon. Brennt da Licht? Der hier gibt uns ein Zeichen. Brennt da Licht? Sieht so aus, ne? Wo denn da hinten? Ja, das da hinten. Ich sehe nichts. Echt nicht? Ist das nur bei mir? Kann sein. Ich sehe es nicht. Okay. Ja, aber mir fallen gerade auch die Kameras an der Treppe auf, die hell. Vielleicht mal irgendwo hier Licht anmachen. Wo auch immer hier die Lichtschalter sind. Dann, wenn ich nicht on bin, kommt Asylum. Aber jetzt hätte ich Lust. Achso, wenn ich nicht da bin, so rum. Adi, mit dir hätten wir dann noch eine vierte weitere Person. Gib uns ein Zeichen. Nichts. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hier tut sich nach wie vor nichts hier unten. Dass er auf Profi ist, ist auf jeden Fall schon von Beginn an aktiv. Ja, Adi, das Problem ist, nachdem du Nein gesagt hast, habe ich ein paar andere Leute gefragt. Wir gehen mal nach oben schauen. Hatte ja ein paar andere Leute gefragt und es haben direkt 3 weitere Personen noch zugesagt. Das heißt, mit dir hätten wir schon 4 weitere Personen. Das sind die 11. Was? Wo ist... Hä? Wo ist hell? Weil sie ist extrem gerade hell gewesen. Stimmt, Bug. Diesmal habe ich nichts gesehen vor wegen. Gib uns ein Zeichen. Adi, du kannst natürlich auch ein bisschen abwarten und dann erstmal mit reinkommen. Die werden ja sowieso wechseln müssen. Wenn wir so viele Leute haben. Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Tür. Hat es hier gerade geflackert? Hat hier gerade irgendwas geflackert? Oder war das deine Taschenlampe? Ich hab hier reingeleuchtet, weil du weg warst. Ja, da war das deine Taschenlampe. Wo bist du? Das geht nur im Dunkeln. Wo bist du? Spam einfach mal die Geisterbox die ganze Zeit durch. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter und du spammst die Geisterbox. Hallo? Wir gehen jetzt weiter und du spammst die Geisterbox mal durch. Ja. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Stimmt, das können wir jetzt natürlich auch einmal als Challenge machen. Wir müssen den Geist so finden ohne Thermometer. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du nicht.
Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ist man da schon einmal im Kreis? Gib uns ein Zeichen. Hier sind wir wieder bei der Treppe. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, ein Zeichen wollen wir. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Da hat was geknarzt. Gib uns ein Zeichen. Hab ich auch gehört. Wo bist du? Vor dir gerade was geworfen? Hast du es gerade gehört? Klang so, ne? Ja. Klang so, ne? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Dann muss er aber hier irgendwo sein. Komm, geh mal in die Räume. Ja, man, vielleicht kann er aber trotzdem im Eingang sein, ne? Man weiß ja nie. Man kann ja schauen. Wo bist du? Vielleicht hat er hier irgendwo was geworfen, das könnte möglich sein. Jo, will dich. Wo bist du? Was willst du? Was sind das eigentlich für Lichter? Licht ist an. Ne, das habe ich gerade angemacht. Ich bin hier gerade am Spielen. Achso. Sieht es alle wieder aus? Ja. Oh, Hand. Huch. Ich sehe gerade nichts mehr. Mal kurz rausgehen. Habe ich ihn gerade. Ja, ich auch. Mal irgendwo links. Das geht noch mit der Sanity. Nein, wir nehmen keine Pillen. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. Durch den Hand können wir eventuell eher herausfinden, wo er ist und dir was hören. Ich kann das immer nicht so ganz zuordnen, von wo er kam und so. Ich würde sagen, irgendwo linksseitig. Also wenn wir reinkommen links, oder wie? Ja. Ich hab den gehört, bevor du zu mir gekommen bist, hab ich den gehört gehabt. Direkt wieder Hand. Boah, Leute.
Oder wird das Sound nicht mal angezeigt? Doch, im Chat wird er angezeigt von Foxy Schema 2. Dankeschön für die Bits. Ganz wieder. So, wo bist du? Rocky. Ich hatte ihn gerade beim ersten Mal gehört, er war da irgendwo links. Hast du den jetzt gehört? Ich hab ihn auch gehört, ja. Aber recht leise. Aber recht leise. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht so zuordnen. Ich hab die recht leise gehört. Ich glaube, er ist irgendwo links seitlich. Wieso ist das hier so hell? Nein, ich will nur wissen, wieso das so hell ist. Anleuchte. Dann mach mal den Lampe aus, weil da ist es trotzdem hell. Siehst du? Hier ist es trotzdem hell. Bei mir nicht. Es scheint Lichtbug zu sein, der bei mir ist. Bei mir nicht. Bei mir ist dunkel. Oh, wieder Hand. Komm mal hier mit rein. Vielleicht hörst du es von hier dann auch besser. Hock dich hin. Das hört man gar nicht mehr. Doch links. Okay. Ich hab dir nichts gehört. Dann lass jetzt doch einmal Sanity nehmen. So, und dann gehen wir jetzt links schauen, wo du ihn gehört hast. Und ganz wichtig, wir machen uns Licht an. Für Sanity. Wo denn jetzt? Ich dachte hier. Weil wir hier ja auch was haben fein hören. Ich suche gerade den Lichtschalter für den Gang hier. Also hier kann er schon mal nichts geworfen haben. Warte, ich mache hier noch das Licht in dem Raum aus. Wo ist denn der Lichtschalter für den Gang hier? Lichtschalter. Was? Sind wahrscheinlich vorne an der Rezeption die Lichtschalter. Warte, wenn du ihn links gehört hast, wieso rätst du denn jetzt nach hinten? Weiter weg war auf jeden Fall. Dann wäre die Tür ja hier offen irgendwo. Nicht zwingend. Der hat die Sicherungskassen ausgemacht. Ach, da bist du.
gehen wir doch mal hier ein weiter nach hinten schauen, ne? Die beiden hier vielleicht? Da waren wir ja gerade rechts. Ja, das ist richtig. Oh, er hantet schon wieder. Hast du ihn gehört? Ich hab ihn gehört. Er kam auf jeden Fall aus der Richtung. Huch, wieso habe ich das Mikrofon ausgehabt? Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der war gerade schneller, als ich am Laufen war. Und wurde auf einmal langsamer, als ich mich auf einmal versteckt habe. Könnte das ein Revi sein? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier rechts. Mhm. Ist auf jeden Fall an meiner Tür vorbeigelaufen. Okay. Moment. Weit weg ist er nicht mehr gewesen. Nur macht das. Wow, perfektes Timing. Ich bin wieder da, der hört auf zu handeln. Warte, war nicht mehr in die... Oh,
Okay, folgendes. Ich würde sagen, du hörst es ja eher raus, wo er ist. Willst du erstmal alleine reingehen und suchen? Und ich schaue über Kopfkamera, ob ich Orbs sehe. Sobald du den Raum hast, kann ich hier reinkommen. Schon allein, weil du fast 20 Sanity mehr hast als ich. Guck mal. Foxy würde wahrscheinlich sagen, das ist jetzt schon eben F5. Also das können wir uns erstmal vormerken, als mögliches eben F5. Wenn du willst, kannst du mal das Thermometer mitnehmen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wobei, du weißt ja, wo der ungefähr ist, ne? Der war ja in der Nähe von mir, von welchem ich für Sanity war. Richtig. 19. Heißt, der war bei mir im Raum sogar drin, oh Gott. Kann ja nur. Noch schlimmer. Ja, weil sonst will ich Sanity doch nicht 20 niedriger als deine. Du warst ja nur im Nachbarraum. Ja, aber ich hatte nur noch 12 ungefähr. Aber wir gehen. Also dann viel Erfolg. Ich schalte mich auf deine Cam. Mache ich auch. So viel zum Schein, ich versuche so eine Thermometer hinzukriegen, den zu finden. Kann man ja hinterher immer noch mal versuchen. Und Foxy, Ruhe auf den billigen Plätzen, du wurdest nicht gefragt. Du spielst nicht mal mit. Er ist drittklassig. Du musst schon länger gedrückt halten, wenn es ankommen soll, ohne abzuhacken. Im Flur sind 5 Grad. Aber nur im Flur? Aber nur im Flur? Ja. Dann haben wir also einen Flurgeist. Okay, ich komme mal rein. Hab den Raum. Also doch ein Raum. Im Raum. Okay. Ja, der ist. Hab den Raum. Da ist gerade die Tür da aufgerissen. Oder wo ich den. Wie gesagt, ich komme jetzt mal rein. Es macht keinen großen Sinn, mit unserer Sanity über deine Cam mal zu schauen. Oh, 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 Hand. Zack, wieder zurück.
Alles okay? Geh noch mal kurz raus. Ich habe da gerade ein seltsames Bauchgefühl. Wir warten jetzt einfach mal ab, ob er hantet, wenn du alleine drin bist. Das würde mich jetzt nicht meinen. Okay, vergiss es. Ist das dann verzweifelt? Wir kriegen nur Highschool und die Farmhäuser. Ja, und? Ja, hat er selbst Pech, ne? Hat er halt Pech, ne? Nee, ich wollte nur wissen, ob es vielleicht ein Banshee sein könnte. Komm mal raus. Ach ja, stimmt. Deine Aussage wollte ich noch durchlesen. Lass mich noch mal kurz hier. War da schon wieder so drin im Spiel. So. Ach, erst wird etwas als Gruppe entschieden und dann entscheidet der Chef der Gruppe doch alleine. Und zwar genau das Gegenteil von dem, was besprochen wurde. Meine ich was? Meinst du, ob er echt ein Revi ist? Hä, von Revi habe ich nichts gesagt. Bleib mal hier draußen. Wenn er huntet, können wir Banshee ausschließen. Mir nämlich nur daran herauszufinden, ob es vielleicht eine Banshee sein könnte. Wäre übel, aber du müsstest nach links auf jeden Fall. Ja, weil du müsstest dann komplett alles machen. Richtig, aber mir kann nichts passieren, weil die Banshee nur dich will. Verstehst du? Stimmt, und dir passiert da nichts. Richtig, ganz genau. Okay. Banshee ausgeschlossen. Das Problem ist, ich muss gar nicht rennen. Aber danke für die 10 Bits. Ja, Persise, Küchen, beziehungsweise Knuddin. Hol mir eine Wärmeflasche, wäre ich eventuell da. Alles klar, Persise. Dankeschön für die Kekse, Niki. Also alle knuddeln jetzt mit Persöse und wir gönnen uns die Kekse von Niki. Okay, Banshee ausgeschlossen. Schon mal ein Geist weniger, der es sein kann. Und du hattest safe keine Gefriertemperaturen?
Nee, ich hatte 3 Grad war das niedrigste. 4 Grad war das niedrigste. Okay, also keine Gefriertemperaturen. Nee. Es könnte tatsächlich ein Revi sein. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass er vorher etwas schneller war, bis ich mich hingehockt hatte. Und als ich mich hingehockt hatte, wurde er langsamer. Lass das mal testen. Ja, mein Rücken bringt mich um. Oh, arme Süße. Und danke noch für die 10 Bits, Lucy. Okay, dann gehen wir mal hin. Geh du vor, ich habe schon wieder vergessen, welcher Raum genau. Ich habe es auch nicht erwähnt, der ist auf jeden Fall links. An der Treppe der 4. Raum. Also hier sind schon mal 6 Grad. 3. Du siehst erneut, danke für die 10 Bits, aber ich muss momentan nicht rennen, weil er momentan nicht tantet. Der hier? Ja, der. Keine Fingerabdrücke? Ich hoffe, dabei bleibt es. Wo bist du? Keine Fingerabdrücke. Wo bist du? Sieht gut aus für Geisterbox. Wo bist du? Oh Gott sei Dank. Hey, Mille. Revi ausgeschlossen. Du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Er ist ein Kind. Okay, dann lass das mal wieder raus. Leuchte mich mal. Oh, wo, 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 wo. Jetzt der Run-Sound, Lucy. Jetzt hättest du nur machen müssen. Oder können. Also Revi ist definitiv ausgeschlossen. Das heißt, wir haben kein Problem damit, mit dem Geist Gassi zu gehen. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Ist aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir haben keine Banshee und keine Revenant. Lucy! Danke für die neuen 10 Bits. Also erneuten 10 Bits. Jumpscare. Also Lucy haut mir hier gerade permanent den Sound Run rein und permanent irgendwelche Jumpscares. Und Nikis Herz geht drauf, meins nicht. So, Box haben wir schon mal. Richtig, damit ist schon mal Revenant ausgeschlossen, weil Revenant braucht keine Box. Das heißt, wenn EMF 5 stimmt, sind es nur noch Jin oder Oni. Ein Jin hätte das Licht nicht ausgemacht, da hätte ich mal auf den Oni. Richtig. Der braucht ein Geisterorb. Der Oni braucht das Geisterbuch. Das Geisterbuch noch. Das habe ich hingelegt. Also bei ihm F5? Hier. Auf dem Teil. Das, ich habe doch vorhin gesagt, wir können uns schon mal voraussichtlich EMF5 erstmal so merken, dass es eventuell EMF5 gibt. Da wir aber auch schon zweimal das Problem hatten, dass hier EMF5 ausgeschlagen war, aber wir kein EMF5 hatten, vertraue ich dieser Tafel nicht mehr.
Wir können es uns aber erstmal vorab, ja. erstmal vorab merken, dass es eben F5 sein könnte. So. Ah, jetzt habe ich einfach schon was gemeint. Hm. Gut, sehr gut. Du hast ja jetzt einen Platz frei, weil wir das Thermometer nicht mehr brauchen. Nimmst du eine Kamera mit, dass wir direkt nach Orbs schauen können? Ja, Kamera, nicht Fotoapparat. Also ich kenne den Unterschied noch. Obwohl meine Hand sagen wollte, das ist die Kamera, sagt, nein, das ist der Apparat, der ist nicht gemeint. Geht genau. Ich hatte gerade echt Angst gehabt. Hä, hey, wieso? Ich habe ja nicht gewusst, dass das kein Rewe ist. Hä, hey, doch! Du Geisterbox hat doch ausgeschlagen! Der EMF5 kann auf den Rewe hindeuten, aber die Geisterbox definitiv nicht. Ach komm, hier rein. Ich erkläre mich gleich. Okay, Niki. Oh, ja, ich sehe es. Also wenn EMF stimmt, dann ist es ein Oni. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ups. Egal, ich gehe mal runter wandern. Hey, habt ihr falsche Abzweigung genommen? Nein. Nur ein Zweier. Nimm mal das Buch mit. Na, Geist. Nimm mal das Buch mit. Ja, so, jetzt kommen wir erstmal raus. Immer noch nur zwei. Ihr braucht noch ein bestätigtes EMF5. Vorher glaube ich jetzt nicht, dass es ein Oni ist. Naja, ich glaube nicht, dass es ein Oni ist, solange ich nicht bestätigt EMF5 habe, weil der Tafel vertraue ich nicht mehr. Ja, ist das nicht egal?
Ja, stimmt. Doch. Verwirrend das Ding hier. Ach, das ist so weit weg, das schafft er nicht. Das heißt, es warten. Okay, muss noch durch Salz wandern. Danke, Foxy, für diese 10 Bits. Ich schau mal nach, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt EMF5 rausnehme. Spirit, Dämon oder Oni? Also Oni, da müssen wir EMF5 noch bestätigt haben. Dämon braucht Gefrieratem, den haben wir nicht. Der Spirit braucht die Fingerabdrücke, die haben wir auch nicht. Also spricht doch alles für ein Oni. Spricht alles, was wir momentan haben für einen Oni. Orbs wirst du keine mehr finden. Leider. Wir brauchen noch das Salz. Salzige Angelegenheit. Ganz genau. Und noch mal rein. Warte. Andere Idee. Ich nehme noch einen Kruzifix mit. In der Hoffnung, dass er da nicht handelt. Bitte? Hoffen wir es mal. Mhm. Wir hoffen einfach mal, dass das reicht, dass wir vielleicht ein bisschen Ruhe haben. Ich könnte eigentlich hier oben einfach stehen bleiben und warten. Rocky? Lucy, danke schön für die 10 Bits. Eher Hyde, genau, Foxy. Muss ja leider wieder nicht laufen. Hab mir 1500 Bits gekauft, haha. Okay. Ja, hahaha, suchen. Okay, dann wollen wir mal mit dem Crucifix anfangen, oder? Welcher Raum war das? Ich auch sagen. Da hinten, der. Der da, links.
Alter, der Schrei hat mich gerade komplett rausgebracht. Lucy, Gemeinheit. Aber danke für die 10 Bits. Der Sound hat mich gerade so richtig rausgebracht. Wie man eventuell gemerkt hat. Aber Lucy hat mich so durcheinander gebracht. Schon wieder? Ja. Und Lucy hat mich gerade mit dem Sound so durcheinander gebracht, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo die Treppe nach oben ist. Okay, vergiss es. Ich habe es auch so schon gerade gefunden gehabt. Oh, bleib gleich hier unten mit mir. Ja, Foxy, danke dir auch für die 10 Bits. War der gerade hier unten? Ja, war hier unten. Cool. Wir müssen aufpassen, ne? Der spawnt, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Beta jetzt da, wo er zum letzten jemanden gesehen hat. Ich weiß. Deswegen war ich noch 5 Grad im Flur gewesen die ganze Zeit. Oh, na super. Versuche es trotzdem mit dem Raum. Oh, wow, 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 wow. Der ist vor der Tür. Boah, der war vor der Tür gerade. Warte, wir machen das mal einfach. Ich gebe dir das Kruzifix, weil mir fehlt die Taschenlampe dafür, dann nebenbei sehen zu können, ob Hunted. Werf mal irgendwas anderes von mir aus dafür hin. Oh, wow, 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 schon wieder. Ich laufe diesmal einen Raum weiter. Na, ob das noch was wird? Liegt es? Im Raum. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Tür. Und ich kann mit dem EMF gerade nicht schauen.
sollte man unbedingt mal Strom wieder machen. Ich weiß. Schon wieder. Schon wieder. Ich weiß nicht, ob du gerade was gesagt hattest auf meinen Vorschlag, das machen wir einfach ohne. Mir wurde gerade ein Sound reingeschmissen. Wieder Asylum Spiel broken. Tja, Racer. Oh, wir haben hier oben alles. Na gut, dann hauen wir ab mit Oni. Hast du alles schon drin? Alles eingetragen? Ja, jetzt. Na dann noch gut Glück.